Vor 3 Wochen habe ich Goodbye zu meinem Zoe gesagt und heute endlich sage ich Hello, neues Auto, und ihr seid heute mit dabei zu schauen, welches Fahrzeug wir uns ausgesucht haben. Herzlich willkommen bei Verkunstet unterwegs. Wir wollen euch heute an meiner Freude teilhaben lassen, denn es kam plötzlich der Anruf, ihr Auto ist da, es ist fertig, es ist alles soweit vorbereitet, wann wollen Sie ihn abholen? Und wir haben natürlich direkt gesagt, heute, sofort, jetzt gleich. Und wir sind losgefahren, haben direkt alles mitgenommen, weil wir gedacht haben, das ist die Gelegenheit, euch den Wagen vorzustellen. Und tada, da ist er. Na, wer von euch hat sich ausrechnen können, dass es der MG geworden ist? Na, mit Sicherheit ein paar, die doch darüber nachgegrübelt haben, welches Auto sie sich denn da jetzt geholt hat. Ja, ich bin total verliebt. Der MG4 ist es geworden. Einmal in Grau und mit schöner Applikation hier unten. Einmal die Luxury-Ausführung. Ich muss sagen, mega, mega schön. Mir gefällt der richtig gut. Schön satt vorne, wie man sieht. Jetzt werden einige sagen, warum hast du dir ausgerechnet jetzt den Chinesen geholt? Er war einfach das Beste damals im Dezember, was preis-leistungsmäßig in Ordnung gewesen ist und wo wir beide gesagt haben, damit können wir wirklich leben. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie er sich die nächsten Monate und Jahre hier bewähren wird. Schauen wir einmal kurz drum herum, weil Probe gefahren bin ich ja nur den Standard, den Komfort. Er ist schon weg. Da hinten ist er. Ja. Den Komfort habe ich ja nur gefahren, den Luxury haben wir uns dann ausgesucht, weil er uns vom Design her halt noch ein bisschen besser gefallen hat. Wisst ihr auch warum? Weil ich finde, wenn man den Popo sieht, es ist einfach mega schön. Schaut mal. Also ich finde, das gibt dem Wagen noch mal so ein bisschen mehr biestiges Aussehen. Mit oben den Head mit den Spoilern. Ich bin zwar jetzt nicht so die Rennfahr Frau und die unbedingt sowas haben muss, aber ich fand, das gab dem Wagen noch mal so den richtigen Touch nach hinten weg. Und ich finde, er sieht auch richtig satt von hinten aus. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wir haben ihn im Dezember bestellt für eigentlich Anfang Juli. Jetzt haben wir ja schon fast Ende August. Also wir haben echt gebibbert und gebangt, ob das überhaupt noch alles richtig funktioniert. Aber das Coole jetzt der ganzen Sache ist, und da muss ich sagen, nicht schlecht MG, wir haben tatsächlich einmal ein Upgrade erfahren dürfen, denn eigentlich hatte ich ja unterschrieben für das Modell 2022. Und ja, wir bekamen einen Anruf, du darfst das Modell 2023 mit allen Upgrades haben, ohne dass du noch etwas dazu zahlen musst. Also ich muss sagen, tolle Leistung von MG, und bis jetzt hat auch alles super geklappt. Auch vielen Dank an das Autohaus. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass das so reibungslos alles funktioniert hat. Einmal die Innenausstattung für alle die, die noch mal eben gucken wollen. Kofferraumtechnisch haben wir jetzt natürlich keine Riesengröße. Also es ist ungefähr vergleichbar, glaube ich, schon so ein bisschen mit dem ID.3, den wir uns ja angeguckt haben.
Mehr als Zoe hat es auch nicht. Aber was ich halt hier gut finde, seht ihr das? Das ist halt eben bei der Luxury-Ausführung, bei dem Comfort hatte man das nicht. Da war halt eine Stufe nach unten. Das fand ich schon relativ praktisch, weil ich mag das eigentlich nicht, wenn man hier mal was draufstellt, dass man dann hier direkt dann wieder rüberheben muss, sondern hier kann ich wirklich ganz bequem Einkaufstüten reinstellen oder was auch immer ich gerade transportieren möchte. Der Clou ist, man kann das hier einmal hochheben. Seht ihr das? Und da passt dann immer noch das Ladekabel. Das ist einmal hier drin, das was mitgeliefert wird. Einmal Verbandskasten, einmal Warndreieck. Und was ich eigentlich auch ziemlich cool fand, du auch, ne? Ist einmal hier, das ist, wie nennt man es nochmal, für Reifendruck zu messen? Kompressor. Weil wir haben uns extra mal einen gekauft, so ein kleines Gerät, das habt ihr ja schon mal gesehen, das haben wir in einem der Videos mal gezeigt, aber hier ist er sogar mit dabei. Coole Sache, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, hier haben wir noch so zwei Fächer auf jeder Seite, hier so mit so einem Netz, ist auch nicht so verkehrt, hier kann man noch gut was reintun. Einmal hier ganz normaler Ladeverschluss, man kann hier, denke ich mal, aufmachen. Wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Dass du dann umlegen kannst. Also sprich, man kann nach hinten noch mal öffnen, dass man noch mehr Ladefläche hat. Auch das finde ich nicht verkehrt. Ja, ich sollte nicht an den Lack greifen. Dafür gibt es ja hier den Griff. Also ich muss sagen, schaut mal, ist das nicht cool? Also ich denke mal, wir machen mal eine Aufnahme, wenn es dunkel ist. Aber seht, könnt ihr das sehen? Das ist voll fett. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Das gefällt mir richtig gut. Es gefällt mir. Ich freue mich total und ich wollte euch unbedingt auch an meiner Freude ein bisschen teilhaben lassen, dass das Auto endlich da ist und ich habe mich da schon so richtig drauf gefreut, weil ich hatte es nicht mehr so gut in Erinnerung, wie der Luxury aussieht. Ja, hier haben wir einmal den Zugang zum Laden. Ihr seht schon, einmal für AC und CCS. Das ist einfach hier nur zum Rausziehen. Auch nicht schlecht. Wir haben das hier beleuchtet. Das heißt, im Dunkeln ist es gut zu sehen. Zumachen geht relativ easy. Einmal hier die Rückbank. Und hier müssen wir auch sagen, haben wir direkt festgestellt, die Wertigkeit der Sitze ist hier nochmal, ne, um Längen besser geworden als das, was wir letztes Jahr beim Vorführwagen gesehen haben. Hier haben wir, ich setze mich mal eben rein, sehr bequeme Plätze, auch sehr viel Platz. Klar, jetzt habe ich Zwerg natürlich vorne gesessen. Es ist natürlich Riesenplatz, aber ich denke mal, selbst wenn Peter sich jetzt hier hinsetzen würde, hätte ich hier noch genug Spiel. Hier haben wir eine kleine Brücke, aber ich denke mal, das kann man verschmerzen. Ich gehe mal eben ein bisschen zur Seite, dass man es sieht. Kleine Brücke, also nicht ganz durchgängig. Gut, der eine wird jetzt sagen, ist nicht so dolle, aber ist okay. Einmal hier, einmal zum Einstöpseln. Nicht wie sonst, halt zwei. Haben wir hier leider nicht, aber okay. Ihr habt dann noch Möglichkeiten, was reinzutun. Finde ich halt auch voll in Ordnung. Auf der anderen Seite sieht das genauso aus. Elektrische Fensterheber, auch für hinten die Leute, die sitzen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Nachteil, ne? Plastik, leider auch sehr viel Plastik, wie ich jetzt gerade eben schon festgestellt habe, ist natürlich in anderen Fahrzeugen ein bisschen besser, aber gut, ich habe es ja so gewollt. Hier vorne einmal Cockpit im Schnelldurchlauf. Ihr seht, ich komme super gut rein. In der Luxury-Ausführung haben wir einmal elektrisch verstellbare Sitze. Das fand ich jetzt auch mega, mega cool. Einen. Einen? Hast du auf der anderen Seite nicht? Musste manuell. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Ja, einmal hier auch elektrisch die Fensterheber vorne und hinten. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Dann einmal für die das zeige ich aber, das Info-Entertainment, das zeigen wir euch einmal in einem separaten Video, weil das muss ich mir erstmal in Ruhe zu Gemüte führen. Das war eben alles ein ziemlicher Schnelldurchlauf. Die Spiegel lassen sich auch elektrisch verstellen. Das muss ich mir aber halt nochmal in Ruhe anschauen. Also da kriegt ihr noch auf jeden Fall ein Video. Schönes Lenkrad.
Ihr seht es schon, ist so ein bisschen eckig, nicht ganz rund, finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Einmal hier der Bereich Infotainment mit Knöpfen, finde ich eigentlich ganz gut so. Sehr unaufgeregt das Ganze. Hier mit Klavierlack, habe ich eben schon gedacht, so scheiße, könnt's schon putzen. Man sieht man natürlich jeden Fingertoucher drauf, aber okay. Ja, das mal dazu. Er ist da. Ich werde euch mitnehmen, wie sich der MG4 für mich anfühlen wird im Alltag. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr ihn findet und vor allem, was ihr alles noch gerne sehen wollt von ihm. Ich wollte euch einfach nur mal ein kurzes Update geben, dass er halt da ist und ja, wie er denn so aussieht. Also genießt einmal den Anblick, so ist es. Und das wird jetzt halt das Fahrzeug der nächsten Monate für mich sein. Mal schauen, wie lange ich ihn fahren werde. Ich weiß es noch nicht so genau. Das hängt so ein bisschen davon ab, aber momentan bin ich echt mega, mega happy. Ja, lasst gerne einen Daumen rauf da, wenn euch das gefallen hat und betätigt die Glocke, abonniert den Kanal und wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche Sonntag. Ich muss jetzt ein bisschen weiterfahren und testen, weil ich freue mich. Bis dahin, tschüss zusammen.